Albtraum eines Autors. Ein Brief vom Verleger, dass endlich das verabredete Manuskript abgegeben werden soll, das natürlich noch nicht fertig ist. Erleichterndes Erwachen des Autors. Der Brief ist schon ein Jahr alt. Der Verleger hat sich daran gewöhnt, dass das Manuskript nicht und nicht kommt. Thomas Prasch, vor 20 Jahren ein literarischer Shootingstar, erzählte mir die Geschichte. Er erzählte mir, dass er an seinem neuen Buch schreibe. Er erzählte mir, worum es geht, und er erzählte es mir immer und immer wieder. Er erzählte es anderen, nur das Buch kam und kam nicht. Ich glaube, so recht hat niemand mehr daran geglaubt, dass Thomas Prasch schreibt, und schon gar nicht, dass je ein Buch von ihm kommen wird. Aber nun ist das unwahrscheinliche Ereignis geworden. Ein Schatten seiner selbst war er jahrelang. Thomas Prasch. Einst die Hoffnung im deutschen Literatur- und Theaterbetrieb, dann 10 Jahre lang fast verschollen. Prasch trat nach der Wende öffentlich nicht mehr in Erscheinung. Genial gescheitert? Jetzt ist ein Buch von ihm herausgekommen. Vorsicht, Vorsicht. Ein schmaler Band, Mädchenmörder Brunke. Es ist das fragmentarisch zusammengestrichene Resultat von 6 Jahre langer wahnhafter Schreibarbeit. Was ich gemerkt habe, als die Mauer fiel und sich meine Stadt verändert hat, bis zu meiner Unkenntlichkeit, dass ich etwas tun muss, was nicht auf nicht seismografisch darauf reagiert, was um mich herum passiert. Öffentlich äußerte er sich nicht mehr, gab keine Interviews. Thomas Prasch zog von seinem Kiez im Westen am Saviniplatz nach Mitte. Dort vergrub er sich und versagte. Ich würde noch Alkohol und Kokain genommen haben und das, was so alles im Stern drin steht. In seine Wohnung neben dem Berliner Ensemble zurückgezogen, schrieb er wie im Rausch. Über 14.000 Seiten Reflexionen über einen Mädchenmörder, über menschliche Abgründe, über sich selbst. Wo du mich lernen wirst, was ich schon immer lernen wollte, das Lieben und das Lassen. Ich war offensichtlich an den Folgen jenes Unglücks gestorben, das ich erwartet hatte, seit mir das Lieben abhanden und ich mir auf diese Weise vor Jahren vollständig abwesend geworden war. Als mir mein Ableben plötzlich beendet schien, erhob ich mich und begab mich auf den Weg zum Bahnhof Zoologischer Garten. Auf der Suche nach Brunke, der Anfang des Jahrhunderts 2 Klavierschülerinnen erschoss. Mord oder gewünschte Tötung? Messerscharf, ohne Sentimentalität beobachtet, so wie er sich selbst beobachtet. Die Akte, die ich gefunden habe, war keine über mich, die habe ich auch. Interessierte mich aber in den letzten Jahren wesentlich weniger als die Aufregung eines Jungen, der 1906, sich 7 Tage nach seinem 19. Geburtstag erhängt. Ich habe versucht, etwas zu restaurieren in einer Zeit, wo ich gemerkt habe, dass Kunst ist träger als die Zeit, in der sie entsteht. Die Zeit geht schneller und dann muss man der Langsamkeit auch nachgeben. Und die Langsamkeit brauchte ich. Sein erster Roman, Vor den Vätern sterben die Söhne, brachte ihm Literaturpreise en masse. Er wurde Filmregisseur und was er nicht alles ausprobierte. Jetzt hat er in die Literatur zurückgefunden. Mich interessiert nicht, mich noch auf die andere Seite zu begeben und nachzudenken, wie denkt jemand über mich oder wie würde ich über mich denken, sondern ich mache etwas und das einzuschätzen, soll anderen Leuten überlassen sein. Wenn sie mich mit, ich weiß nicht wem, vergleichen, dann tun sie das, aber ich kann es nicht genauso wenig wie ich. Wenn ich mit einer Frau im Bett liege, mich gleichzeitig noch daneben stellen kann und sagen kann, das machst du jetzt aber sehr gut. Braschs Brunke, ein Akt der Selbsttherapie. Ein, wie es in der Erzählung heißt, ohrenbetäubendes Schweigen. Auf keinen Fall aber ein geschwätziger Befindlichkeitsroman der Nachwendezeit, sondern faszinierend harte Prosa.